weil die haben uns versprochen, dass es wirklich ganz strenge Maßnahmen gehalten wird. Und das stimmt auch. Wir haben ständig wurde unser Fieber gemessen, mit Desinfektionsmittel wurde überall desinfiziert, bei den Duschkabinen, bei den WCs, auch bei den Strand am Meer, was normalerweise sehr schwierig sein sollte. Wir haben beobachtet, dass wirklich überall, nicht nur am Hotel, sondern am Strand, auch die ganzen Maßnahmen getroffen worden sind. Das ist definitiv besser als in Deutschland hier, ja, die Hygienemaßnahmen. Also ganz anders als in den Medien das dargestellt wird. In Deutschland, da denkt man, naja, Türkei, da zweifelt man die ganzen Hygienemaßnahmen an. Aber hier, ich habe das sogar gefilmt, extra abends, als ich im Bett gegangen bin, mein Fenster ist in Richtung Bühne. Und nach jeder Veranstaltung wird der komplette Platz wird desinfiziert. Wenn die ganzen Gepäcke ankommen von den neuen Leuten, die hierher kommen, wird erstmal das ganze Gepäck desinfiziert. Also hier ist fast, ich würde behaupten, jetzt jede 3 Meter ist hier ein Desinfektionsstand, eine Toilette überall. Also hier gibt es definitiv kein Corona, kann ich mir nicht vorstellen. Was mir auch am besten gefallen hat, man hat niemanden übersehen. In letzter Zeit sind viele Gäste angekommen. Man hat wirklich jedem den Fieber gemessen. Dreimal am Tag Fieber gemessen von den Gästen. Und ich glaube, da haben die auch so eine Liste. Falls jemand irgendwie erhöhten Fieber hat, dann schreiben wir das direkt auf. Gott sei Dank war es bis jetzt nicht der Fall, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und Abstände werden relativ gut eingehalten, auch zum Essen. Also das Essen wird auch nur von der Küche selber ausgegeben. Ich bin zufrieden, empfehle es jedem. Gerade die Frauenseite vom Strand ist genau das Richtige für uns verschleierte Frauen, weil wir können uns dort unser Schleier ohne irgendein Bedenken runtertun und können uns mit einem Bikini sogar sonnen. Diese Möglichkeit gibt es bei den anderen Hotels nicht so. Das Wichtigste, weil die Frauen, die kommen sowieso mal zu kurz, gerade die halt Hijab tragen, ja. Die haben gar nicht die Möglichkeit da. Und dann sehen die halt die ganzen anderen Frauen, die sich halt nicht so dran halten, fühlen die sich vielleicht ein bisschen gekränkt oder so. Und das ist halt definitiv nicht der Fall. Also meine Frau ist voll auf ihre Kosten gekommen, was Strand und Pool angeht. Einmal im Jahr Urlaub machen ist das Schönste und das Beste, was man machen kann. Ich, zu meiner Meinung, ich würde schon sagen, ich würde schon ein zweites Mal hierher kommen, gerne. Ja. Ja, hat mir sehr gut gefallen, alles relativ islamkonform und meiner Familie hat es auch gefallen. Also wenn ich mit der Familie reise oder auch mit Freunden, dann kommt für mich nur noch sowas in Frage. Wir in Deutschland, wir arbeiten wirklich sehr schwierig in Deutschland. Wir müssen, wir sollten, was heißt müssen, wir sollten uns sowas gönnen, sage ich mal. Ich empfehle es halt jedem.